Ja, viele haben vorgeschlagen, ich könnte ja einfach mal die Community happy machen und zur Abwechslung mal gar keine Videos bringen. Voll gerne. Ich hoffe, ihr fühlt euch beachtet. Tachchen, Leute, ich bin's. Aua. Wir haben gestern unsere zweite Impfung bekommen. Schiebt aber ganz anders. Alle Knochen tun mir weh, ich habe Fieber, mein Kopf ist gefühlt doppelt so groß und mein Arm leuchtet im Dunkeln. Gutes Zeug. Arme auch nicht gestreckt oder so, es war noch richtig qualitative Ware. Heute Nacht habe ich mich gefühlt, als würde mein eigener Körper gegen sich selber kämpfen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wer gewonnen hat. So ungefähr wie so eine Ganzkörpertransplantation, aber die wird abgestoßen. Ist das, was ich meine? Naja, jedenfalls weiß ich nicht, ob ich heute ein Video machen kann, wollte ich euch nur mal sagen. Hä? Also es geht mittlerweile, ich laufe gerade voll auf Aspirin. Sobald die Wirkung nachlässt, werde ich hier einfach mal kurzerhand vom Stuhl rutschen, aber das kriegt ihr dann schon mit. Rutschen darf jetzt auch sehr gerne mal euer Finger, und zwar auf den Daumen nach oben. Ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Wunderschönes Haus. Es gibt tatsächlich noch einige Dinge zu erledigen. Eins davon ist mehr oder weniger so ein Spaß-Ending, soll ziemlich crazy und verdammt schwer sein. Dazu kommen wir aber später, denn die beiden anderen Sachen, davon habt ihr mir mindestens eins jetzt schon mehrfach in die Kommentare reingeschrieben. Und das werde ich jetzt probieren. Und ihr meintet, ich solle mal die Schwester, während sie am Klavier sitzt, mit dem vollen Wassereimer bekippen. Und dann hören und staunen oder so, keine Ahnung. Ich mach's also wie gehabt. Ja, mein Weg hier vor, bevor alle Charaktere hier überhaupt in Aktion treten. Ja, ich bin einfach so gut in diesem Spiel. Eigentlich zeigt es doch bloß, wie viele tausendmal ich die Scheiße schon gemacht habe. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Hat sich ja im Endeffekt auch gelohnt, würde ich mal sagen. So, einmal das hier, das wichtigste Utensil. So, wir können jetzt, glaube ich, in dem Spielstand dann nichts anderes machen, aber ist auch egal. Wir fangen einfach nochmal an. Und zwar schneller als gedacht. Mann, bin ich gut in diesem Videogame. 5 Milliarden Mal habe ich das schon gemacht. Ja, die ist überhaupt kein Problem mehr. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich an der gestorben bin? Ha, das ist ewig her. Oh, guck mal, da ist ein kleiner Frosch. Ah, es geht also schon los. Ja, darauf kommen wir später noch. Und zwar muss ich einige von diesen kleinen Springensfelden hier ein bisschen zermatschen. Und dann passiert etwas, was ich euch dann später zeigen werde. Die gab es hier nämlich vorher noch nicht. Boah, ich bin wahnsinnig gespannt. Es ist irgendwie cool, wieder hier zu sein. Und das ist immer noch, das ist jetzt übrigens das finale Update. Also die Entwickler meinten, danach wird jetzt hier nichts mehr kommen oder irgendwie eingefügt werden. Das heißt, das ist jetzt wirklich so die letzten Sachen, die wir hier zeigen können. Aber ich meine, das ist ja auf jeden Fall schon mal was. So, der Eimer. Genau, den müssen wir hier platzieren. Hoffentlich gut. Passt das? Ich weiß es nicht. Komm schon, Tropf. Yes, easy. Okay, sehr gut. Eigentlich müssen wir jetzt bloß noch drauf warten, dass unsere Schwester kommt. Guck mal hier, das Pflänzchen, ne? Damit hat es auch was auf sich. Genau, da kommen wir wieder zurück auf den Wassereimer, weil wir müssen auch, oder wir können mal versuchen, dieses Ding zu gießen. Das haben auch viele hinterlassen. Okay, sie geht los. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich gehe schon mal in die Küche den Wassereimer holen. Boah, ich bin ein bisschen gespannt, Alter. Ich weiß nicht, was passiert. Okay, wartet mal kurz. So, Augenblick. Das Ding ist voll, sehr gut. Ich glaube, an dem Punkt kann die Mutter auch daran irgendwie nicht mehr sterben, aber ich bin mir nicht allzu sicher. Okay, jetzt muss ich sich bloß noch dran setzen, oder? Ja, let's go. Okay, sehr gut. 3, 2, 1. Holy shit! Oh mein Gott. Sie hätte auch friedlich sterben können. LOL, Alter. Okay, das war awesome. Sehr schön, warte mal. Okay, nutzen wir vielleicht mal die Zeit und gießen das Pflänzchen. Ich glaube, einmal reicht nicht, aber ich will einfach gucken, was dann passiert. Ich habe keine Ahnung, Alter. Es gibt so viele Gimmicks hier noch zu entdecken. Beziehungsweise, ich meine, das war's dann auch. Es gibt insgesamt halt sehr viel. Und das ist schon beeindruckend für so ein kleines Indie-Horror-Game. Das ist so kreativ, hat so viele irgendwie coole, aber auch verrückte Ideen. So, es ist halt schwer genug, aber nicht... What the fuck ist das? Was ist das? Hallo? Wer bist du? Oh mein Gott, was ist das denn? Ah! Mom? Help! Da ist die böse Frau wieder, die unter meinem Bett schläft.
Was zum heiligen Shinto ist das? Ah! Die hat die Schere! Mama, nee! Und die sitzt da und trinkt ihren Wein? What? Was zur Hölle war... Oh, wow, Alter. Oh mein Gott. Okay, gut. Versuchen wir das mal ein bisschen zu sortieren, geordnet vorzugehen. Ich muss mich jetzt beeilen. Und zwar können wir dieses spezielle Ending erreichen mit einem, ja, ich sag mal, besonderen Bossfight wohl. Indem wir... das, ich sag mal, beste Ending machen, den wir alle retten, aber zusätzlich doch irgendwie diese Frösche killen. Es hört sich irgendwie so ein bisschen an wie ein Ding der Unmöglichkeit. Ich werde es auch jetzt erstmal probieren. Keine Ahnung, wie schnell ich das jetzt hier alles hinkriege, aber gebe mir auf jeden Fall Mühe, das so fix wie möglich zu machen. Okay. Das Game ist halt auch ein einziger Speedrun, Alter. Im Batzen noch einer. Okay. War das jetzt Nummer 6? Ich habe keinen Plan. Die komische Scherenfrau, ne? Wann kommt denn die immer? Oh Gott. Oh Gott, der ist da! Fudge! Chat! Oh mein Gott! Help me! Mom! Ah, ich muss reden! Ah! Shotgun! Oh! Das war aber sowas von nötig. Jetzt brauche ich unbedingt noch hier das andere. Okay. Passt. Sandwich, meine ich. Verdammt nochmal, es tut mir leid. Es tut mir alles leid. Kann ich die noch versuchen zu löschen irgendwie? Warte mal. Gib mir den Eimer. Nee, ich habe den Wassereimer nicht aufgestellt. Ach, ist doch egal. Ist doch egal, die ganze... Ich habe alles versaut. Oh, das ist echt schwierig, Mann. Warte mal. Krieg ich jetzt wenigstens hier die Kugel? Ja, sehr gut. Ich bin gespannt, ob das jetzt immer noch geht. Ich weiß es nicht. So, da unten in den Raum komme ich jetzt nicht mehr. Gibt es in der Küche noch einen Frosch? In der Küche gibt es keinen Frosch. Die Mutter ist... Ach, die Mutter ist auch Geschichte. Habe ich mir eigentlich schon fast gedacht. Okay. Oh Gott. Okay, das Ding geht weg. Habe ich alles erledigt? Hier sind keine Frösche mehr. Nee, ist keiner mehr da. Auch keiner mehr da. Okay. Kommt jetzt Daddy gleich? Ich meine, der Teppich ist weg. Dann kommt der eigentlich immer. Passiert es? Okay, es ist Daddy. Ja, genau. Das darf nämlich nicht passieren. Das ist nämlich eigentlich dann jemand anders. Und das ist der Plot-Twist. Okay, ich versuch's nochmal. Die Frösche alle zu töten. Vielleicht muss ich das in einer bestimmten Reihenfolge machen. Und alle Familienmitglieder retten, ist echt hart. Ich muss erstmal herausfinden, wie ich das alles irgendwie am besten mache. Aber soweit bin ich noch nicht. Okay, das ist Frosch Nummer 1. Den kann ich hier gleich auf dem Weg. Die sind auch random platziert. Ist mir irgendwie gerade aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Wenn mein Glück hier so ein bisschen von RNG abhängig ist, dann bin ich da eigentlich immer kein großer Fan davon. Okay, ich muss sofort da oben rein. Ich hole mir jetzt nicht erst die Schnecke. Brauche ich jetzt nämlich nicht. Okay, Mom, werd fertig. Komm, hau ab. Ich muss da ran. Also, ich muss deine Arbeit zunichte machen. Erzieherisch ist das ja alles bereits geschehen. Okay, 1, 2, 3. Okay, rein. Und ganz schnell die Shotgun, weil ich glaube, wir brauchen auch alle Waffen. Und vielleicht habe ich Glück. Und da unten ist jetzt schon ein Frosch. Nein, natürlich nicht. Vielleicht muss ich da irgendwie nochmal hin. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal die Steinschleuder. Können das Klavier abschießen, beziehungsweise den Kronleuchter und dann mal weitersehen. Oh, warte mal, den Eimer. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Okay. Mal einmal dabei sind. Yes. No! Okay, passt der einmal noch? Yes. Okay, sehr gut. Schwesterherz kommt jetzt gleich. Ich hoffe, sie ist noch nicht drin. Nee, ist sie nicht. Okay, sehr gut. Okay, Schwester weint. Ich glaube, das ist jetzt mein Stichwort. Ich gehe hier hin und... Was mache ich denn? Ich brauche die Bowlingkugel, die kann ich leider nicht auf den Teppich legen. Kann man mit der Bowlingkugel auch das Ding hier zerstören? Oh ja, kann man. Sehr gut. Oh, und jetzt das Klo. Okay, wunderbar. Scheiß mal auf das Quietsche-Entchen. Ist hier noch ein... Nee, ist kein Frosch. Gut. Okay, Luft ist rein. Alles safe. Die Schwester, die ist erstmal gerettet. Und die Mutter ist auch gerettet. Okay. Das heißt... Oh, warte mal, das Feuer löschen. Oh!
No! Das habe ich vergessen! Oh, ich hoffe, es brennt jetzt noch nicht lichterloh. No! Och, an was man alles denken muss, das ist halt so räudig, ne? Verdammt nochmal! Jetzt kann ich das nicht mehr löschen. Ah, vielleicht treffe ich irgendwie die Katze noch nachher oder so. Ich nehme erstmal das Sandwich, beruhigt die Ratte und dann hole ich mir die andere Kugel. Oh, das wird doch die Frau, die darf mich nicht merken. Die checkt mich nicht, ne? Warum geht die da zu meiner Mom? Oh, warte mal, das Monster in der Küche. Fuck! Oh Gott. Ich habe gegen die keine Chance. Wie soll ich das denn hinkriegen, koordinativ? Das Scherenmonster geht also zu meiner Mutter. Ich muss da eigentlich schon eine Kugel verschwenden oder meine Falle an der. Hier haben wir keinen Frosch. Ja gut. Haben wir hier die Kugel? Okay, nice. So, jetzt müsste ich nochmal gucken, wo überall welche sind. Mit der Steinschleuder können wir die leider nicht abschießen. Ah! Oh Gott! Oh, Alter! Dieser scheiß Teppich, ne? Okay. 3, 2, 1. Oh, das war richtig knapp. Das war übel knapp, Alter. Okay, haben wir im Zimmer einen? Haben wir nicht. Haben wir hier einen? Ja, hier haben wir einen. Okay, die spawnen halt auch nacheinander. Das war, glaube ich, Nummer 3. No! Dieser scheiß Teppich, Alter. 3 Tage später. Okay, Zwischenstand. Es sind 3 Dinge, glaube ich, wichtig, die wir auch schon gesehen haben, die ich jetzt gelernt habe in der Zeit. Ich habe es jetzt ein paar Mal probiert. Erstens, die Frösche spawnen nacheinander. Das heißt, wenn ich schon einen irgendwo sehe, töte ich den am besten, damit der zweite irgendwo anders spawnt. Wir müssen eine bestimmte Anzahl eliminieren, bis das Ending oder der nächste Gegner freigeschaltet wird. Dann, diese Scherenfrau, die geht durch den ganzen Flur Richtung Küche. Wenn wir ihr auf dem Gang nicht begegnen, ich weiß nicht, ob die dann irgendwann weg ist, aber dann chaset sie uns nicht. Wir sollten dafür sorgen, dass sie uns nicht bemerkt, dann müssen wir auch keine Kugel an ihr verschwenden. Und das dritte ist, wir können unsere Mutter zwar vom Ausrutschen bewahren, aber dann schnappt sie das Monster, weil das Ding ist, wenn wir das verhindern, dann kommt ja dieses große Vieh und dann wird es auch nichts mit dem Ending. Das heißt, wir müssen hier mal den Kompromiss kriegen. Wir können nicht alle retten dafür. Okay, let's go. Oh mein Gott, direkt im Durchrennen. Sehr geil gemacht. Also das wird ja alles unterwegs erledigt. Der Querfeld eine Froschkiller, werde ich auch genannt. Okay, Frosch Nummer 2 ist hier. Mache ich gleich mal platt. Halt's Maul. Und dann noch gleich das Klo und dann sind wir hier auf jeden Fall erstmal schon fertig. Wenn hier jetzt noch ein Frosch wäre, wäre das übelst geil. Okay, sie geht dahin. Hier ist kein Frosch. Das heißt, der nächste ist woanders. Ich muss jetzt aber schneller sein als sie und das Klavier abschießen. Schaffe ich das noch? Ui! Yes! Easy peasy. Zum Glück bin ich... Okay, hier ist der nächste Frosch. Sehr geil. Dann habe ich schon 3 erledigt. Ich hole jetzt mal die Schnecke. So, mach den hier platt. Quatsch. Oh Gott. Bevor es ihr irgendwie auf den Nüschel fällt oder so. Gut, na dann haben wir das jetzt. Achso, das Klavier löschen. Genau. Oh, hier ist der nächste. Yes! Okay, sehr gut. Boah, das wird eine gute Runde, Leute. Ich hab's so im Urin. Darf ich bitte die Bowlingkugel aufheben? Quatsch! Come on! No, ich will das... Ist doch egal. Ich muss das Feuer löschen, bevor es brennt. Oh, thank God. Okay, dann haben wir zumindest die Katze gerettet und die Schwester in dem Falle. Okay, jetzt habe ich das. Gut, sehr gut. Oh, warte mal, das Sandwich für die Ratte. Ah, das wird so eine gute Runde hier. Die Schwester ist jetzt über den Teppich, das heißt, er ist aktiviert. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem, wenn wir da hingehen. Okay, hier die zweite Kugel. Da müssen wir mal gucken, wann die Scherenfrau kommt. Ich kann das nicht wirklich abschätzen. Ich... Ah. Kommt jetzt schon jemand? Ich habe keine Ahnung. War das der Sound? Okay, hier ist nichts mehr los. Ich kann jetzt nicht mehr da rausgehen. Wo steht ihr das Dilemma? Damn! Ich hoffe, die bemerkt mich nicht. Oh, sie ist weg! Ist ja woanders hingegangen. Oh, okay, oh! Da ist der Frosch. Warum steht er da so komisch? Okay, ich brauche die Bowlingkugel. Verdammt doch mal! Wie soll ich das denn jetzt machen?
Ach, das ist jetzt so doof getimed. Ich brauche nochmal meine Axt. Okay, der Frosch muss da weg. No! Okay, sehr gut. Ui! Bin ich jetzt fertig? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich gehe mal da runter gucken. Okay, hier ist nix. Power, bitte. Ui! Sehr gut. Ich vertraue es nicht, dass ich das schaffe, dem Teppich hier zu entkommen. Ich weiß nicht, wo der nächste Frosch spawnt. Ich habe irgendwie Angst. Hier? Hier ist nicht. Hier unten eventuell drinne? Oh, da ist einer! Komm, gib... Ich habe die Bowlingkugel, ne? No! Yes! Okay, waren das 6? Oh, ich bin mir nicht sicher, Alter. Ich weiß es nicht. Wie viele muss ich umbringen? Ich glaube, es waren nicht bloß 6, oder? Oh, wir haben gleich keine Zeit mehr. Der Teppich ist weg. Ist das jetzt... Ist es jetzt die Runde? Hier ist ein Frosch! No! Den hätte ich noch töten müssen. Oh, come on! Der Sound. Die Frösche. Ist das ein Indikator, dass ich alles hab? Oh, ich glaube schon. Okay, wir sind vorbereitet. Macht euch drauf gefasst, was da jetzt kommt. Ey, das hat so lange gedauert. Ich nehme jetzt hier schon über eine Stunde wieder auf. Okay, das ist kein gefährlicher Geist. Da ist er! Ribbit, Ribbit, you will die for your crimes. Ich habe seine Froschbabys getötet, Alter. Oh mein Gott, sieht das Ding krass aus. Okay, das muss ich jetzt noch besiegen. Und das wird schwer, ey. Ich glaube, der steckt viel ein. Okay, Falle. Ich glaube, ich nehme die Axt. Ui! Okay. Shot. Ui! Okay. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Immer noch nicht. Oh, ich muss hier weg. Ich kann ihn jetzt nur noch mit der Axt angreifen. Die Flüssigkeit scheint mich irgendwie langsamer zu machen. Okay, wie kriege ich das hin? So ein Scheiß, Alter. Oh mein Gott, wie soll ich das tun? Oh. Ihn mit der Axt zu erwischen war, glaube ich, richtig. Ich muss ihn stunnen mit den Waffen und dann... Oh, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Und dann mit der Axt auf ihn einschlagen. Genau deswegen müssen wir die Axt erhalten, weil die hat nur eine bestimmte Anzahl von Charges. Die geht halt irgendwann kaputt. Deswegen nehmen wir auch die Bowlingkugel für die Frösche, auch wenn es manchmal ein bisschen komplizierter ist dadurch. Und ja, ich brauche mir gar nicht so Mühe geben wegen den Familienmitgliedern. Es ist egal, ob die sterben. Habe ich jetzt halt gerade so festgestellt. Ich habe nämlich vergessen, das Klo zu zerstören und das hat meine Schwester erwischt. Das heißt, das hat überhaupt keinen Einfluss. Ich dachte, das wäre das. Nur das Ding ist, wir müssen auch dafür sorgen, dass die nicht sterben, schon allein, dass uns ihre Geister halt nicht jagen. Wisst ihr, was ich meine? Also, um lange genug überleben zu können. Okay, ich habe es wieder geschafft. Alter, ist das eine Kacke. Es dauert alles übelst lange. Okay, ich warte mal kurz hier. Bis der Teppich weg ist. Und dann mache ich das so. Ich muss den stunnen und dann mit der Axt angreifen. Es wird übel schwer, ey. Okay, darf ich? Dankeschön. So, und ich fange am besten hier an. Ich nehme schon mal meine Axt. Und ich versuche den zweimal zu hitten. Ich habe mir ein Video angeguckt, wie das gehen soll. Ansonsten hätte ich das gar nicht hingekriegt, ey. Das ist so... Das musst du so gut timen. Okay, let's go. Komm. Komm, komm rein. Oh, okay. Okay. Shit. Ja, okay. Jetzt bin ich aufgeschmissen. Jetzt weiß ich nicht. Oh! No! Fuck! Oh, diese... Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht geschissen. Und das dauert so lange, bis ich es hinkriege, alle Frösche zu töten. Glaubt mal. Ein Hit. Ich war ein Hit entfernt, glaube ich. Ah, so eine Scheiße. No! Okay. Okay, that's it. Ich gebe auf. Das war's. Ich habe das jetzt 20 Mal probiert, ich nehme 3,5 Stunden auf. Ich check's nicht. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Das ist so disgusting schwer, Alter. Oh mein Gott.
Wir müssen uns das, glaube ich, irgendwo anders angucken. Es tut mir fucking leid. Ach, sorry, Leute, dass das auf jeden Fall so läuft, aber ohne Scheiß. Ich kann jetzt nicht die ganzen Fails reinschneiden, weil das ist übel frustrierend und ich bin halt körperlich so unglaublich unfit. Das macht halt echt keinen Spaß gerade. Das macht halt überhaupt keinen Spaß, weil du halt, du stirbst halt nicht nur an dem Frosch, so, sondern halt auch an random Shit, der in deinem Gesicht spawnt. Halt, diese Frau, manchmal, wenn du in, also mit der Schere, wenn du in den Raum reingehst, ist sie da. Zack! Und du bist tot. So, und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Und dann musst du wieder ganz von vorne anfangen. Alter, ich habe mir das jetzt 3 Stunden gegeben, ich halte es nicht mehr aus. Es ist, ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Ich habe mir YouTube-Videos reingezogen, wie andere das machen. Sie versuchen es genau wie ich, aber das ist zu frustrierend, Alter. Ich komme nicht klar. Wir müssen jetzt reagieren. Ich weiß, es ist zwar jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber damit ich zumindest das Ending zeigen kann. Bitte habt mal Verständnis dafür, dass die Situation gerade so ist. Ich schaff's einfach nicht, gebe ich zu. Andere schaffen's und ja, ich kann euch trotzdem irgendwie das Ending präsentieren, so halbwegs. So, ich ziehe mir das jetzt hier einfach rein von dem, ich schätze mal, russischen Bro. Video ist auch unten verlinkt, könnt ihr gerne Credits geben. Und mal gucken, wie der das macht. Er schafft es auf jeden Fall. Okay, ich will die Strategie sehen. Weil das ist nämlich was, was ich mir noch nicht reingezogen habe. Das ist halt genau, was ich mache. Okay, smack den 2-mal, rennt weg. Er kommt halt wahrscheinlich auch einfach besser mit den Tasten klar. Ich finde das übel anstrengend. Ja, du kannst halt die anderen Items auch nicht wegwerfen. Nur die Bowlingkugel und den Eimer. Okay, er wartet. Ich glaube, er hat noch einen Schuss, richtig? Oh mein Gott. Das ist aber auch super knapp. Er hat noch einen Schuss. Der bleibt halt auch ewig sitzen. Also, vielleicht kommt mir das auch einfach so vor. Aber ich habe das Gefühl, es gab irgendwie mehrere Versionen davon, wo der ein bisschen anders reagiert hat. Okay, der hat den Raum gelöscht. Da konnte ich jetzt nicht mehr rein. Der chase schneller. Also bei mir ist der auch so umgefallen. Ich weiß aber nicht, wie ich das dem ausweichen soll. Ich finde das... Okay. Ja, gut. Es sieht einfach aus, glaubt mir, ist es nicht. Und da erstmal hinzukommen, ist die größte Sch... Kermit? What? Okay. Das Biest fällt. Es war still. Die Fliegen, die, ja, weichen und das Quaken, das wird zur Ruhe. Ich konnte es nicht so schnell lesen. Yo, Alter. Ach, so ein Meme-Fest. Das ist halt auch so dumm, Alter. Okay. Kommt jetzt nicht die Puppe, sondern fucking Kermit, Alter. Hallo. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich weiß nicht, wie lange ich da drinne war. Was ein Albtraum. Schön, dass es vorbei ist. Du bist ein Held. Und du stellst es sicher, ha? Ja, was mache ich jetzt nächstes? Vielleicht bleibe ich einfach hier für ein bisschen. Ich könnte einen Freund gebrauchen. Okay, jetzt ruhe dich mal ein bisschen aus. Oh, ey, so, oh Gott, ja. Das zweite war halt... Oh, cool, da kriegt man das als Trophäe sozusagen. Im Zimmer, habt ihr das gesehen? Oh, wie süß ist das? Okay, das waren die beiden letzten. Grüner Daumen, das ist, wenn man die Pflanze in dem Zimmer gießt. Ich spaß mir jetzt mal, weil es passiert nichts, außer die wächst und das ist halt der Tagebucheintrag. Melody hat das Gärtnern schon immer geliebt. Unser altes Haus hatte Blumen überall. Aber jetzt ist sie weg und ich weiß, sie hätte es geliebt. Okay. Nightmares, das ist das, was freigeschaltet wurde. Ich hatte einen anderen Albtraum über das Haus. Es war anders, als ich es erinnerte. Ich weiß nicht. Es hat sich so gut angefühlt, meinen Arm wieder zu haben oder ihn zu benutzen. Und ich habe einen neuen Freund gefunden. Oh, das ist alles dann danach passiert. Verstehe. Ah, okay, gut. Ja, das war's, Leute. Wie gesagt, sorry, aber ist halt auch überhaupt eigentlich gar nicht so schlimm. Wir haben's geschafft. Das ist das Spiel. Das war Haus. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielleicht gibt's nochmal ein Update, aber der Entwickler hat, wie gesagt, gesagt, das ist so das letzte Content, der reinkommt. Eventuell arbeitet er an was Neuem. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr krass freuen. Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt.